Falls Sie ein schlechtes Gewissen haben, weil Sie zu wenig Sport machen, dann geht es Ihnen bestimmt gleich besser, denn immer mehr Menschen haben ein schlechtes Gewissen, weil sie Sport machen. Denn Funktionsklamotten, Fitnessgeräte und Studios verbrauchen Ressourcen und das wird den Sportlern zunehmend bewusst. Wie die Anbieter das zu nutzen wissen, das und mehr zeigt die Sportmesse ISPO 2000. Bewegung treibt den Puls nach oben. Er hat seine Daten immer im Blick. Diese Sportbrille informiert ihn über Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Höhe und Distanz. Eine Art Head-Up-Display. Eine Anzeige, die einst schon Kampfpiloten zur Orientierung diente. Diese Sportbrille ist eine von vielen Innovationen präsentiert auf der ISPO. Im Fokus steht in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit und die Verwendung von natürlichen Materialien. Dieser Rückenprotektor schützt seine Trägerin mit gepresster Schafwolle. Der hat 4 Schafwollschichten. Die sind gepresst und absorbieren damit dann die Schläge. Wiederverwerten ist ein großes Thema. Diese Jacke wurde mit dem ISPO Award ausgezeichnet, weil sie aus Plastikmüll besteht. Die Jacke hat komplett keine zusätzlichen Zutaten wie Reißverschlüsse, Druckknöpfe, Klettverschlüsse. Und dadurch kann sie in einem recycelt werden, ohne zusätzliche Arbeitsschritte zu verwenden. Der gute alte Skipulli feiert sein modisches Comeback. Hinter den Maschen sorgt allerdings eine Kunstfasermembran für Windschutz. Einpacken, um aufzubrechen, das ist für ihn Routine. Der Sportler Tobi Deckert hat Dachträger entwickelt, die sich ruckzuck aufbauen und montieren lassen. Die aufgepumpten Kunststoffsäcke tragen bis zu 240 Kilogramm Gewicht. Im Moment ist alles made in Germany und wir arbeiten mit Lebenshilfewerkstätten zusammen. Und es ist einfach das Ding, dass man mit mehreren Leuten in ein Auto passt, statt mit 2 Autos und viel Equipment zu fahren. Rausgehen, um Sport zu treiben. Bei allen Bemühungen der Branche nachhaltig zu produzieren, darf der Spaß an der Bewegung nicht zu kurz kommen.